Moin und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Hier zeige ich euch einmal die Grundlagen der Panoramafotografie anhand eines freihand geschossenen Panoramas, das ich im Urlaub geschossen habe. Zunächst einmal ist es beim Fotografieren ganz wichtig, dass ihr alle Automatikfunktionen der Kamera ausschaltet. Ihr müsst auf M stellen, ihr müsst die Belichtung vernünftig einstellen und seht zu, dass ihr eine möglichst kleine Blende, also eine mit einer großen Nummer bekommt. Nicht zu klein, sonst gibt es auch Probleme, damit ihr eine gute Tiefenschärfe bekommt. Dann schießt ihr alle Fotos mit diesen Einstellungen. Das kann sein, dass ein Foto überbelichtet, das andere unterbelichtet ist, das macht nichts. Das wird nachher ausgeglichen. Das Programm leistet dort sehr gute Dienste. Verlasst euch ruhig darauf. Und falls es doch Probleme geben sollte, könnte man eventuell an HDR-Fotografie denken. Dazu aber später noch einmal. Gut, ihr seht hier, das war im Urlaub, war sehr schön. Ja, jetzt geht's gleich los. So, wir holen uns erstmal die Rohbilder. Ich habe hier Lightroom verwendet. Ihr könnt wieder auch was anderes nehmen. Lightroom ist besonders gut geeignet, da es dafür ein Plugin gibt. Ihr wählt die Bilder aus. Ich habe das Freihand gemacht, wie gesagt. Hatte keine Lust, einen Panoramakopf damit zu schleppen. Hochkant, dann kommt ein bisschen mehr drauf. Ihr wählt Export und exportiert das in Panorama Studio 3. Ihr solltet nach Möglichkeit die Exporteinstellung so einstellen, dass es nicht im Unterverzeichnis der Basisbilder reinkommt, sondern dass ihr das selber wählt. Ich mache das hier. Ich habe eine kleine SSD bei mir extra eingebaut in den Computer, die dann natürlich besonders schnell ist. Die ist nicht besonders groß, 128 GB, aber das reicht. So, da kommt das Ganze rein. Ich exportiere die Bilder und in Panorama Studio werden sie nach dem Export gleich geöffnet. Falls ihr nicht Lightroom benutzt, müsst ihr sie manuell heraussuchen und öffnen. Ich empfehle auf jeden Fall, den Modus mehrreihiges Panorama zu nehmen, da dort die Ausrichtfunktion von Panorama Studio wesentlich besser ist. Das ist allerdings nur in der Pro-Version erhältlich. So, ihr gebt die Grundwerte der Bilder ein, nehmt einfach die EXIF-Werte, dann wird das Ganze grob ausgerichtet vom Programm, was schon sehr gut funktioniert. Man bedenke bitte, das ist freihand geschossen, was bei Bildern mit weit entfernten Objekten nicht weiter schlimm ist. Nodalpunkt etc. ist eigentlich nur wichtig, wenn ihr das ein bisschen näher dran holt. So, ihr seht schon, das ist nicht ganz rechteckig, das macht aber nichts. Bilder sind vernünftig ausgerichtet worden. Es ist zwar ein einreihiges Panorama, aber ich habe es trotzdem mit der mehrreihigen Funktion genommen, aus den gerade genannten Gründen. Hier seht ihr, da ist es etwas dunkel. War zu erwarten, während es hier natürlich schön hell ist. So, der junge Mann da, guck mal, oh, die Dame, meine Frau übrigens, ist da etwas verzerrt. Da ist sicherlich ein Fehler drin. Wir suchen uns mal eben schnell raus, welche Bilder das sind. Sie hat sich sicherlich dort bewegt. Sie ist in der Nähe. Da maskieren wir sie am besten eben auf den meisten Fotos und lassen nur ein Bild davon über. Das geht schnell. Wir suchen uns das Bild raus. Da ist sie. Hier ist sie nicht. So, schnell die Maske wählen. Ja, da guckt sie. Das soll sie gar nicht. Lass sie mal zur Seite gucken. So ein Profil ist schön. Das nehmen wir auch gleich weg. So, fangen wir hier an. Wir maskieren sie. Das bedeutet, dass dieser Teil des Bildes nicht verwendet wird. Wir müssen natürlich darauf achten, dass auf dieser Stelle muss irgendwo ein Bild nachher vorhanden sein. Dieses nehmen wir weg. Sie ist ja mehrfach da. So, haben wir gemacht. Alles weg. Jetzt lassen wir das kurz mal berechnen. Wir gucken, dass es auch wirklich ein 360 Grad Panorama ist und wir haben extra TIFF-Dateien ausgegeben lassen, damit wir den vollen Farbumfang, die vollen Belichtungsinformationen haben und da kann man nachher viel besser mit arbeiten. Also ich empfehle auf jeden Fall 16 Bit zu nehmen. Ist zwar alles ein bisschen größer, dauert alles ein bisschen länger vielleicht, aber das Ergebnis ist nachher gut. Runterrechnen könnt ihr immer noch. So, wir sagen okay, lassen das berechnen. Und wir haben unser Panorama. So, mein Workflow
so aus. Erstmal gucken wir, ob alles richtig ist. Da ist sie jetzt unverzerrt. Er ist auch richtig. Da hinten mein anderer Sohn am Turteln. Ja, und hier ist es noch dunkel. So. Zu der Retusche komme ich gleich noch. Das machen wir in einem anderen Tutorial. Zunächst speichern wir jetzt mal das Bild ab. Erstmal als Projekt. Projekt bedeutet, wir nehmen die Basisbilder, dass sie wieder aufgerufen werden, dass die Informationen, die Einstellungen, Masken etc. wieder gespeichert werden. Ich gebe einen Namen dort für ein. So, und jetzt mein Workflow sieht so aus, ich speichere jetzt dieses Bild in höchstmöglicher Information, sprich als TIFF-Bild 16-Bit ab. Das kann bei großen Panoramen, kann es da schon mal sein, dass es dann Fehler gibt, Fehlermeldung gibt. Ihr könnt auch Big TIFF nehmen. Es kommt darauf an, womit ihr das nachher weiter bearbeiten wollt. Wie gesagt, so, ich wähle mich jetzt mal hier eben das Bild. Ich hatte das schon mal gespeichert, deswegen gibt es gleich eine Meldung. Und das war's schon. Tja, vielen Dank fürs Zuschauen.